Ja, die Faszien sind ja in der klassischen Schulmedizin, da waren die immer schon bekannt, aber man hat die mehr oder weniger vernachlässigt. Also man hat gedacht, das ist so eine Verpackung. Und das hat sich jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren dramatisch verändert, dass man draufgekommen ist, dass dieses weiße umhüllende faserige Bindegewebe, das wesentlich mehr ist als eine Verpackung. Also wenn man die Verpackung wegnimmt, dann fällt das Innere in vielen Fällen völlig auseinander. Also das ist ein strukturgebendes Organ und das ist auch ein Sinnesorgan. Also unsere hauptsächliche Körperwahrnehmung kommt weniger von den Muskelspindeln, die sind auch wichtig, sondern viel, viel zahlreicher und viel wichtiger sind die sensorischen Nervenendungen in diesem weißlichen, faserigen, ganzkörperweiten Bindegewebsnetzwerk, das, was man jetzt Faszien nennt. Viel zu lange wurde das weißlich-faserige Geflecht aus Kollagen medizinisch vernachlässigt. Bei Operationen wurde es oft einfach weggeschnitten, um an die dahinterliegenden Stellen zu gelangen. Man hielt es schlicht für totes Stützmaterial. Was für eine Fehleinschätzung. Inzwischen weiß man, Faszien wirken als zusätzliches Sinnesorgan im Körperinneren. Immer neue Fähigkeiten werden entdeckt. Zum Beispiel die Reaktion auf Stresshormone, unter deren Einfluss sie sich zusammenziehen und versteifen. Erst seit Kurzem machen hochauflösende Ultraschallgeräte Faszien im Detail sichtbar. Auch schmerzauslösende Veränderungen. Das hatte der Osteopath mit sensiblen Fingern auch in der Vergangenheit tasten können. Aber das war natürlich von den Wissenschaftlern nicht ausreichend. Und seitdem wir das quantitativ erfassen können, seitdem hat jetzt die Faszienforschung wirklich einen Siegeszug in den letzten Jahren im Bereich der internationalen wissenschaftlichen Forschung angetreten, und zwar berechtigterweise. Heute weiß man, dass kleine Risse und Wunden ein erster Auslöser für Schmerzen sind. Die Faszien senden dann falsche Signale an die Muskeln. Sie beginnen sich zu verspannen und arbeiten nicht mehr richtig. Eine Ursache: permanente Fehl- oder Überbelastung. Die Ausschüttung biochemischer Botenstoffe gerät durcheinander. Die Folge können chronische Rückenschmerzen sein. Es war sehr überraschend, als wir festgestellt haben, dass die Faszien völlig andere physiologische Eigenschaften haben wie die Muskulatur selber. Ein Beispiel ist, dass die Faszien durchsetzt ist mit Schmerzrezeptoren, viel mehr als in Muskeln zu finden ist. Und das spielt vermutlich für eine Vielzahl von Schmerzsyndromen eine viel größere Rolle, als man bisher angenommen hat. Deshalb arbeiten die Forscher daran, die Funktion der Faszien besser zu verstehen. Zum Beispiel, ob es noch andere Auslöser dafür gibt, dass die Nervenenden der Faszien Schmerzsignale aussenden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass auch Entzündungszytokine dort sind. Zum Beispiel auch durch Bewegungsmangel. Also wenn dort Schichten miteinander verkleben und die alltägliche Bewegung nicht mehr stattfindet, dann kann es das ganze Stoffwechselmilieu dort verändern. Und auch das kann zur Reizung von diesen Schmerzrezeptoren führen. Faszien, so nennt man mein Bindegewebe, und die sind überall, über den Muskeln, über den Knochen, über den inneren Organe, wie so ein Gitternetz. Und dieses Gitternetz ist quasi überall. Es handelt sich dabei um lange Ketten von einzelnen Faszien. Wie ihr euch das vorstellen könnt, Faszien sind Einheiten, die als Zugbahnen durch den Körper laufen. Sie bestehen aus elastischem Material, das sogenannte Kollagen. Das speichert Bewegungsenergie und gibt sie später wieder ab. So leiten die Faszien die Kraft an die Muskeln weiter. Neue Forschungen behaupten, dass die Faszien, also das Bindegewebe, ein eigenständiges Organ darstellen, das den Körper außerdem mit vielen Nervenendigungen, Schmerz- und Bewegungssensoren versieht.